Heute zum OVG-Vertrag. Sind wieder einige Monate vergangen seit dem letzten Vortrag, weil wir die Sommerpause gehabt haben, und freut mich umso mehr, dass viele wieder den Weg in den Call heute gefunden haben. Es ist ja so, dass wir von der OVG viele Vorträge hosten, auch in unterschiedlichen Bereichen in Österreich. Wir sind momentan digital unterwegs wegen der Corona-Pandemie. Es ist geplant, dass wir auch irgendwann wieder die Vor-Ort-Vorträge machen, aber momentan sind wir voll digital, darum gibt es auch viele aus Österreich, die zuschauen können, was sehr schön ist. Wir arbeiten auch daran, dass wir zukünftig hybride Vorträge machen. Und was auch eine schöne Sache ist, die OVG hat ja auch als Aufgabe, verschiedene Fachrichtungen zu vernetzen oder generell auch das Thema Vernetzung. Und das zeigt sich auch heute, weil wir heute auch ein Thema haben, das in den Bereich Raumplanung, Raumordnung greift, das ja ein Thema ist, das sehr verwandt ist mit der Vermessung. Es gibt da auch in der Vermessung eben viele Schnittstellen in diese Richtung, speziell wenn es um Planung mit Raumbezug geht. Und wie wir alle wissen, der Platz ist begrenzt, die Erde hat eine gewisse Oberfläche und dieser begrenzte Platz ist speziell im urbanen Raum meistens auch sehr, sehr eng. Und dementsprechend haben wir heute einen spannenden Vortrag über den Bereich in Wien, wie dort die Raumplanung aussieht oder die Raumordnung aussieht. Was auch klar ist, ist, dass der öffentliche Raum begrenzt ist und es viele Ansprüche an die Nutzung gibt, viele verschiedene Sichtweisen. Dadurch ist das auch ein komplexes Thema. Und wir Vermesser sind de facto mit diesem Thema immer wieder in Kontakt, also speziell Leute, die Pläne erstellen, sind mit dem Thema Widmung in Kontakt. Und das ist für uns auch heute die Schnittstelle sozusagen zur Vermessung und Raumplanung, diese zwei Dinge zusammenzubringen. Bevor ich den Vortragenden heute vorstelle, möchte ich noch kurz erklären, wie die Spielregeln heute sind. Wir sind in einem digitalen Raum drinnen und Sie sind alle gemutet. Das wird auch so bleiben, aber es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, während dem Vortrag oder auch danach Fragen in den Chat zu schreiben. Den Chat sollten Sie unten in der Leiste wo finden. Da kann man Fragen an den Vortragenden stellen und ich werde die dann im Anschluss vom Vortrag auch fragen und da gibt es dann die Antworten dazu. Aber bitte um Verständnis bei so vielen Leuten, dass wir quasi diesen Modus so fahren. Und ja, dann kommen wir eigentlich zum Vortragenden heute schon. Es freut mich sehr, dass ich begrüßen darf den Herrn Erin Ergin, der bei der Stadt Wien arbeitet. Er ist dort in der Magistratsabteilung 21b. Also es gibt auch 21a, aber wir haben heute 21b bei uns. Das ist ein Bereich, der sich mit Stadtteilplanung und Flächenwidmung beschäftigt. Und er ist dort der Leiter vom Dezernat Nordost 3. Das ist der Bereich Donaustadt West. Und da sieht man schon, es gibt verschiedene Bereiche. Das ist doch eine recht große Sache, die Widmung. Der Erin Ergin ist schon einige Zeit bei der Stadt Wien und hat jetzt das Dezernat dort über und begleitet dort auch verschiedene Themen im Bereich der Widmung und wird uns heute einen Überblick geben zu diesem Thema. Welche Grundzüge gibt es da? Welche Ziele hat die Widmung? Wie entsteht überhaupt dieses Planungsinstrument und was spielt da alles mit? Ich glaube, es ist ein sehr spannender Einblick in diese komplexe Thematik, die in einer Großstadt wie Wien abgehandelt wird. Ich freue mich da sehr auf den Vortrag und Erin, ich würde sagen, du übernimmst jetzt mal den Bildschirm. Ja. Danke, dass du uns da heute was zeigst. Gerne. Vielen Dank, Lotta, für die einleitenden Worte. Schönen guten Abend auch meinerseits. Erin Ergin, wie erwähnt, mein Name. Ich teile jetzt mal kurz meinen Bildschirm. Den richtigen wähle ich mal aus. Schade, dass wir kein Face-to-Face-Veranstaltung machen können, aber ich hoffe, dass dieses Format auch einige von Ihnen quasi über das Thema Flächenwidmung und Bebauungsplan auch kennen wird. Danke für die Teilnahme. Wir sagen auch immer bei den Informationsveranstaltungen, bei unseren Planungsthemen, zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die quasi das besuchen. Danke für Ihr Interesse an die Stadtplanung. Grundsätzlich möchte ich heute einen Überblick geben über die Entstehung des Stadtflächenwidmungs- und Bebauungsplans in Wien. Ich weiß nicht, woher die Teilnehmer alle sind, allerdings ist der heutige Bezug eben über die Entstehung des Plans, Flächenwidmungs- und Bebauungsplans in Wien. In jedem Bundesland mag es anders sein,
aber da gehe ich auch auf das Thema mal ein, wie es bei uns hier in Wien funktioniert. Nun, ich würde gerne mit der Präsentation starten, wenn meine Maus erlaubt. Jawohl. Wie gesagt, wir gehen dann auch auf die rechtlichen Grundlagen ein und dann kurz über die Entstehungsprozesse und über die Inhalte, über die Unterschiede zwischen dem Flächenwidmungsplan und dem Bebauungsplan gehe ich dann auch noch ein. Und natürlich über die Prozesse, über die Entstehungsprozesse, darauf legen wir eigentlich sehr großen Wert. Und da möchte ich Sie dann auch darüber informieren, wie wir vorgehen in der M21 in Wien. Nun, ich gehe davon aus, dass wir in dieser Runde schon einen Großteil Vermesser oder planungsaffine Runde sind. Daher sollte es bekannt sein, dass die Raumplanung grundsätzlich in Österreich eben eine Landessache ist. Wir haben jedoch unterschiedliche Hierarchien von den Gesetzlagen und achten dann natürlich auch auf die Gesetze, die im Zuständigkeitsbereichs des Bundes sind. So wie Umweltprüfungen führen wir dann auch durch, wenn es erforderlich ist, wenn zum Beispiel von Grünland auf Bauland umgewidmet werden sollte. Allerdings hier in Wien haben wir eben diese Doppelfunktion Land und Gemeinde in einer Sache und der Magistrat übernimmt quasi dieser Funktion die Entstehung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans führt nur über die M21 quasi. Wir haben nach den gesetzlichen Vorlagen, Vorgaben und Rahmenbedingungen auch eine Ebene drunter, die strategische Ziele definieren. Hier in Wien fängt es an mit dem Stadtentwicklungsplan, die ja Perspektiven und Leitlinien über die Entwicklung der Stadt definiert, uns grundsätzlich die Rahmenbedingungen gibt. Wir schauen uns schon wir müssen eben diese Fachkonzepte oder Zwischenleitbilder als Grundlage nehmen bei der Bearbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans. Und Smart Cities Rahmenstrategie oder Stadtentwicklungsplan, die sind quasi an der obersten Ebene bei diesen Themen. Danach kommen die Fachkonzepte. Die Fachkonzepte sind grundsätzlich auch strategische, richtungsweisende Grundlagen, die wir bei jeder Bearbeitung heranziehen und als Grundlage verwenden. Und die sind dann in unterschiedlichen Kategorien auf gelistet bzw. Beinhalten immer unterschiedliche Themen. Zum Beispiel bei einem Fachkonzept Grün und Freiraum sind eben die Räume definiert, die jetzt mit dem neuen Leitbild, so schön der Name auch sagt, wie immer grün, ja, wo zum Beispiel Flächen gar nicht angefasst werden dürfen oder für eine Baulanderweiterung quasi gar nicht vorgeschlagen werden dürfen. Oder in Fachkonzept produktive Stadt gibt es, also das Ziel von diesem Fachkonzept ist ja, dass in der Stadt auch die betriebliche Nutzungen und die Flächen für betriebliche Nutzungen sichergestellt werden müssen. Und deswegen haben wir zum Beispiel ein Fachkonzept produktive Stadt, welches uns dann auch vorschreibt, okay, in welchen Bereichen der Stadt können die Betriebsflächen gar nicht in Wohnungen oder andere Nutzungen halt umgewidmet werden. Ja. Und diese richtungsgebende Fachkonzepte sind dann auch unsere Grundlagen. Und auch hier entsteht der Kontakt mit anderen Dienststellen, die ja in diesen unterschiedlichsten Themenbereichen tätig sind. Wir in der M21 sind, sage ich mal, so in einer Rolle, wo wir uns vielleicht als Sammelstelle von unterschiedlichen Interessen oder Problemgebieten, sage ich mal, uns befinden. Und wir müssen dann halt immer abwägen, wie wir dann in den unterschiedlichen Planungen vorgehen und welches Thema wir dann vorziehen, beziehungsweise welche Rahmenbedingungen wir dann definieren für die Entwicklung.
Es gibt dann nach den Fachkonzepten immer, also Maßstab geht ja immer quasi weiter oder verändert sich quasi immer auf das Kleinere. Wir haben dann städtebauliche Konzepte, die als Untersuchungsbücher quasi für einen Stadtteil dann entstehen. Und die geben uns dann weitere Zielrichtungen, weitere Rahmenbedingungen, wenn wir uns mit einem Stadtteil quasi befassen. Hier an dem Beispiel von dem Zielgebiet U2 Donaustadt mit dem Entwicklungsgebiet Seestadt Aspern. Und hier habe ich ein weiteres Beispiel für Nordbahnhof, wo wir dann in unterschiedlichsten Themenbereichen diesen Stadtteil dann halt untersuchen, wie eben eine Bebauung dann entstehen kann, wo sind die Hochpunkte vorzusehen, wie kann die Nutzungsverteilung in dem Stadtteil geschaffen werden, sodass die Bewohnerinnen dieses Stadtteils einerseits, andererseits die neuen Bewohnerinnen und Bewohner dieses Stadtteils hier am besten quasi ihre Zeit dort verbringen können, beziehungsweise wo eben Nutzungen Sinn machen, wenn es um Mischgebiete geht, wenn zum Beispiel Büros mit Wohnen gemischt werden oder halt unten Erdgeschosszonen definiert werden für Einkaufsstraßen oder andere Nutzungen. Natürlich auch die Verkehrsproblematik beziehungsweise Grün- und Freiflächen werden dann auf dieser Ebene im Detail behandelt. Nun, der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan hat eben diese ganzen Grundlagen und definiert dann, was auf einer Grundfläche quasi gebaut werden kann oder wie eine Grundfläche genutzt werden kann. Und das ist dann quasi in einem hier in Wien mit dem Bebauungsplan. Ja. Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan wird vom Gemeinderat beschlossen, hat einen rechtlichen Charakter, ist quasi als Verordnung dann zu gelten, ist ein rechtliches Planungsinstrument. Und wir haben in Wien die Bauordnung, die uns die Grundlage gibt für unser Arbeiten und auch das Entstehen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ganz genau geschildert ist. Und die Bauordnung gibt uns ja auch ausgewählte Planungsziele auch vor, anhand die wir arbeiten müssen. Nun habe ich hier zwei unterschiedliche Ausschnitte, die ich mal kurz zeigen möchte. Auf der linken Seite sehen wir ein Beispiel im 22. Bezirk, wo eine Fabrik quasi den Betriebsstandort dort verlässt und wir da nach genauer Konzeption quasi einen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan festgesetzt haben. Sie sehen in der Mehrzweckkarte, dass einige Gebäude dort sind. Allerdings die rotstrichlierten Flächen geben ja quasi die bebaubaren Fläche her. Und vielleicht sehen Sie den Unterschied mit dem anderen Kartenausschnitt aus dem zweiten Bezirk, wo, sage ich mal, die Straßenzüge genauer definiert sind. Das eine im 22. ist quasi ein Bereich, wo eine Transformation stattfindet, wo wir ein Siedlungsgebiet haben, wo auch keine Autos durchfährt, wo keine Straßen sind, also nach Norden hin. Den ganzen Ausschnitt habe ich jetzt nicht, aber und auf der anderen Seite haben wir genau definierte Bereiche, beziehungsweise in der bebauten Stadt schaut der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan quasi halt ein bisschen anders aus. Und gehen wir mal in die Tiefe, welche Inhalte wir hier zu sehen haben. Ja, wie bereits erwähnt, ist die Nutzungsart, die über die Widmung, über den Flächenwidmungsplan definiert wird, ist das eine, nämlich Bauland, Grünland oder unterschiedlichen Widmungskategorien
werden im Flächennutzungs- und Bebauungsplan, also in der, im Flächennutzungsplan definiert. Und der Bebauungsplan regelt dann die zulässige, das zulässige Ausmaß. Also in welche Höhe dort gebaut werden kann oder in welche Bauweise dort quasi gebaut werden kann. Und die werden dann in einem hier in Wien quasi als Flächennutzungs- und Bebauungsplan von uns geschrieben. Hier ein paar Beispiele zu den Widmungskategorien. Wir haben grundsätzlich eben diese vier: Bauland, Grünland, Sondergebiete, Verkehrsbänder. Und im Bauland haben wir dann wiederum unterschiedliche Kategorien. Wie gesagt, so ein Industriegebiet zum Beispiel ist nicht zu verwechseln mit einem Wohngebiet oder wo eine gemischte Nutzung stattfinden kann, ist eben die, ist die Kategorie gemischte Baugebiete, wo Wohnen und Büronutzung oder Einkaufen zum Beispiel möglich ist. Wir haben dazu andere Zusatzwidmungen auch im Bauland, zum Beispiel wie ein Geschäftsviertel, wenn wir in Erdgeschosszone bestimmte Belebung hervorheben möchten, dass wir mit dieser Widmungskategorie dort dann definieren, dass in den Erdgeschossbereichen quasi keine Wohnungen entstehen dürfen, laut Bauordnung quasi das Fußbodenoberkante 3,5 Meter über dem jeweiligen Niveau sein muss, Straßenniveau sein muss, von den Wohnungen. Das heißt, dass bei einer Festsetzung Geschäftsviertel eben in Erdgeschossbereichen quasi nur für Gewerbenutzungen, betriebliche Nutzungen genutzt werden können. Oder eben Betriebsbaugebiete, wie gesagt, wo kein Wohnnutzen dann, keine Wohnnutzung dann geben kann. Wir haben wiederum dann auch noch die Widmungskategorie Gebiete für geförderten Wohnbau, wo wir dann in Wien stark auf das Verhältnis quasi beharren und den geförderten Wohnbau weiterhin fördern möchten. Oder in Grünland gibt es dann auch also unterschiedliche Unterkategorien, sowie Wald- und Wiesengürtel oder eben kleinere Flächen wie Parkanlagen, Sport- und Spielplätze. Die sind dann auch in den Plänen dezidiert quasi festgesetzt. Nun zum Bebauungsplan. Wie bereits erwähnt, Bebauungsplan hält das Ausmaß fest, wie die Nutzung dort sein kann. Einerseits gibt es quasi die Bauklassen, wenn wir eine normale Bauklassenwidmung quasi haben. Es gibt nämlich auch die Kategorie Strukturwidmung. Ist ein Unterschied, komme ich dann später auf das. Aber wenn wir mit Bauklassen dort eine Widmung haben, gibt es dann in Wien 6 Bauklassen, wo eine Mindesthöhe und wo eine maximale Gebäudehöhe definiert sind. Und die geben dann natürlich den Bebauungsplan her. Wir haben durch die Höhen oder die Vorgabe der Höhen natürlich einen Eingriff auf die Entwicklung im Stadtteil. Und das ist dann auch sehr wichtig, weil wir auf die bestehende Stadt dann auch, beziehungsweise über die Nachbarschaft dann auch, auf die Nachbarschaft dann auch achten sollen. Und in Wien ist 35 Meter quasi maximale Gebäudehöhe, die wir mit Bauklassen hier definieren können, beziehungsweise ab 35 Meter gilt ein Gebäude als Hochhaus und da gelten dann andere Rahmenbedingungen wie laut Fachkonzept Hochhäuser, die da bei der Entstehung dieses Konzepts dann beachtet werden müssen. Nun zu den Bauweisen. Es gibt ja unterschiedliche Bauweisen, wie ein Gebäude quasi auf dem Grundstück stehen soll, gibt uns der Flächenwidmungsplan mit den Bauweisen
quasi vor, entweder offene Bauweise, gekuppelte Bauweise oder Gruppenbauweise, meistens in der bebauten Stadt die geschlossene Bauweise. Das ist dann auch der Inhalt vom Bebauungsplan. Weiters können wir im Bebauungsplan andere Bestimmungen dann auch festlegen, zum Beispiel ein Prozentsatz über die bauliche Ausnutzbarkeit oder über die gärtnerisch auszugestaltenden Flächen, wenn wir einen Bauplatz haben, wo Gebäude dann nicht frei, wo grundsätzlich jetzt Gebäude frei irgendwo entstehen kann, wir aber sagen, dass das mit einem Prozentsatz vielleicht beschränkt werden soll und die restlichen Flächen eben gärtnerisch ausgestaltet sein müssen. Oder Begrünung der Dächer oder Straßenfronten, was gerade mit der Klimakrise, sagen wir, ein heikles Thema geworden ist. Also in der Bauordnung ist es jetzt auch seit 2 Jahren drinnen, dass die Straßenfronten von neuen Gebäuden bis zu 20% zu begrünen sind. Bei jedem neuen Bauvorhaben ist das quasi obligatorisch. Und die Gründächer oder eben Anteil von Grünflächen oder Ersatzmaßnahmen zu versiegelten Flächen sind Maßnahmen, die wir in der Klimaanpassung in Flächenmietungs- und Bebauungsplan hier festlegen können. Weiters gibt es die Schutzzonen zum Beispiel, wo wir Gebäude haben, die erhaltungswürdig sind und wo wir in den engen fachlichen Austausch mit MA19, mit der Fachdienststelle sind. Diese können wir dann auch mit dem Bebauungsplan, Flächenmietungs- und Bebauungsplan quasi hier festlegen. Bereits erwähnt in der Widmungskategorie Geschäftsviertel, zum Beispiel die Mindestraumhöhen in den Erdgeschossen. In Bereichen, wo wir eine belebte Erdgeschosszone haben möchten, ist das durchaus notwendig für die Gewerbetreibenden, für die Betriebe, die dort reingehören, beziehungsweise die dort die Flächen anmieten möchten, dass diese Raumhöhen dann auch so definiert sind, dass sie dann ihren Betrieb dann dort ansiedeln können. Weiters können wir Stellplatzregulative festlegen für die Flächen, die innerhalb eines Nahbereichs zu öffentlichen Verkehrsmitteln stehen. Nun, warum kommt das aber zur Überarbeitung der Flächenmietungs- und Bebauungspläne oder wie können die überhaupt wieder bearbeitet werden? Es gibt ja nämlich in Wien sehr wenige Bereiche, wo es keinen Flächenmietungs- und Bebauungsplan gibt. Es gibt ein paar Gründe dafür. Einerseits sieht der Grundeigentümer eine andere Nutzung für das Grundstück vor und stellt quasi bei uns ein Widmungsansuchen für die Umnutzung dieser Fläche. Wir überprüfen das dann. Oder der Magistrat stellt von sich aus fest, dass aufgrund zum Beispiel, wie hier erwähnt, Bevölkerungsentwicklung, aufgrund Wohnraumschaffung oder auch für Schaffung für Betriebsflächen, dass der Magistrat von sich aus quasi diese Planänderung angeht. Also grundsätzlich muss es dann immer einen bestimmten Anlass geben, warum wir ein Gebiet vornehmen, beziehungsweise warum eine Überarbeitung des Flächenmietungs- und Bebauungsplans kommt. Wie sind die Planungsschritte dann? Also wenn bei uns ein Ansuchen gebracht wird, wird dann aufgrund der, also aufbauend auf der Grundlagenerhebung quasi einen Planentwurf gemacht. Also der grüne, wir sagen der Gründruck dazu, bevor der überhaupt zustande kommt, müssen ja diese Grundlagen, die ich am Anfang der Präsentation vorgestellt habe,
müssen die geprüft werden. Danach kommt das eben zu einem Gründruck. Es gibt ein paar weitere Zwischenschritte, auf die möchte ich aber mehr eingehen. Die habe ich jetzt weggelassen in dem Teil der Präsentation. Aber wie es überhaupt zu einem Gründruck kommt, auf die komme ich dann später. Dieser Gründruck muss dann natürlich auch beinhalten, also falls es zu einer Umweltauswirkung kommt, muss dann eine Umweltprüfung dann, unterzogen werden, dieses Planungsvorhaben. Und dann wird dieser Gründruck quasi ausgeschickt an die Magistratsdienststellen. Wir bekommen dann von den Dienststellen, von den unterschiedlichen Dienststellen, die Stellungnahmen zu diesem Planentwurf und schauen dann, wo wir die Änderungen vornehmen können oder nicht. MA 18, MA 19 sind grundsätzlich die Stadtplanungsabteilungen. Allerdings natürlich MA 41 gibt dann auch uns immer eine Stellungnahme mit den Planungsinhalten wie bezüglich Mehrzweckkarte oder ja, ob wir die richtige verwenden, über die Version, die wir jetzt haben und so weiter. Also da in diesem Bereich, in dieser Phase entsteht quasi ein Kontakt mit den Magistratsdienststellen. Dann kommt es zu einem Rotdruck. Das ist dann quasi der Schritt, wo ein unabhängiges Gremium über das Vorhaben ich sage nicht entscheidet, aber halt eine Stellungnahme abgibt. Das ist der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung. Besteht aus unterschiedlichsten Vertreter der unterschiedlichsten Fachbereiche. Und nach der Stellungnahme vom Fachbeirat gibt es dann quasi, beziehungsweise nach der Begutachtung des Projekts vom Fachbeirat, geht es dann zur weiteren Bearbeitung in der Magistratsdienststelle MA21. Und der Plan wird dann wiederum angepasst oder nicht. Und in dieser Form fängt dann die öffentliche Auflage an. Die ist dann in Regel für 6 Wochen vorgesehen. Und dazu kann dann, also da in der Phase wird dann den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme abzugeben zum Planentwurf. Meistens entstehen dann auch sehr viele Informationsveranstaltungen zum Planentwurf in dieser Phase, in der öffentlichen Auflage, damit die Bürgerinnen und Bürger auch informiert werden über das Vorhaben. Und gleichzeitig wird dann der jeweilige Bezirk quasi dazu eingeladen, die Stellungnahme abzugeben. Und dann werden die nach diesem Schritt, nach Ende der öffentlichen Auflage, wird dann der Flächenbindungs- und Bebauungsplan nochmal MA21 intern bearbeitet und zur Beschlussfassung im nächsten Schritt dann dem Gemeinderat vorgelegt. Durch die Kundmachung wird dann der Plan rechtswirksam und hat dann eben einen Verordnungscharakter. Hier habe ich kurz auch diesen Ablaufschema versucht darzustellen. So ein Prozess dauert in Regel, sage ich mal, ein Jahr. Ja, also ab der, nach der Grundlagenforschung, quasi ab der Entstehung des Gründrucks, magistratsinternen Verfahrens, dauert das ungefähr ein Jahr. Allerdings gibt es meistens, gibt es manchmal auch andere Verfahrensschritte, die da eingehalten werden müssen, je nachdem, was für ein Planungsvorhaben wir bearbeiten. Also die Bürgerinneninfo, habe ich bereits erwähnt, passiert meistens in der öffentlichen Auflage. Allerdings gibt es Bauvorhaben, die ja auch durchaus größeres Interesse wecken und natürlich auch aufgrund der Größe auch mehr im Detail bearbeitet werden müssen. Da gibt es dann auch natürlich Bürgerinformationen, also Bürgerinneninformationen und Beteiligungsverfahren vor dem Planungsverfahren. Das sehen Sie dann hier. Ja. Und dann finden manchmal eben qualitätssichernde
qualitätssichernde Verfahren statt. Das sind sowas wie eben kooperative Verfahren oder Wettbewerbe, auf die ich dann auch eingehen möchte. Wenn diese Zwischenschritte dann auch durchgemacht werden, dann kann es sein, dass ein Verfahren doch länger als ein Jahr dauern kann. Ja, das möchte ich hier. Nun eben die Planungsschritte und die Qualitätssicherung. Dazu möchte ich eben eingehen, was MR21 in der Entstehungsphase des Entwurfs beziehungsweise in diesem Verfahren mit anderen Dienststellen oder mit anderen Fachleuten quasi, wie die Zusammenarbeit ist. Ne? Es gibt einerseits, da möchte ich die paar Beispiele hier einbringen. Es gibt einerseits eben die städtebaulichen Studien, die wir als Grundlage entweder selber bearbeiten oder an einen externen, an einem externen Planungsteam quasi zur Bearbeitung geben. Wenn dieses Team diese städtebauliche Studie ausgearbeitet hat, haben wir dann die Grundlage für die Bearbeitung des, beziehungsweise für die Neufestsetzung des Flächenbindungs- und Bebauungsplans. Ein anderes Modell ist dann das kooperative Verfahren, wo unterschiedliche Fachleute zusammenkommen und interdisziplinär das Planungsgebiet, sei es Landschaftsplanung, eben, Mobilität, Architektur, in unterschiedlichsten Fachbereichen im Detail dann ausarbeiten und dann Empfehlungen abgeben, beziehungsweise auch eine Grundlage für die Entstehung des Verfahrens hier abgeben. Es gibt dann auch die städtebaulichen Wettbewerbe, die können einerseits auch verschränkt mit dem Planungsverfahren stattfinden. Das heißt, Planungsverfahren, also das Flächenbindungs- und Bebauungsverfahren fängt an und dann findet der Wettbewerb verschränkt quasi in diesem Planungsprozess mit, also vor Ende des, der öffentlichen Auflage statt, wo wir danach dann auch der Öffentlichkeit das Ergebnis zeigen können. In diesen Fällen kommt es meistens so, dass wir mehrere Teilnehmer bei diesen Wettbewerben haben und durch eine Jury quasi das Siegerprojekt ausgewählt wird. Das Siegerprojekt wird, ich habe hier ein großes Beispiel eigentlich, also ein großes Gebiet als Beispiel gewählt, eben Nordbahnhof. Und es gibt aber auch kleinere Projekte, die mit städtebaulichen Wettbewerben arbeiten. Der Vorteil ist, dass unterschiedliche Planungsbüros unterschiedliche Lösungen einbringen oder sagen wir mal mit unterschiedlichen Perspektiven die Stadtteile untersuchen und dann auf andere Alternativen kommen können. Und durch eine Jury wird dann das Siegerprojekt ausgearbeitet. Das Siegerprojekt bildet dann in dem Fall die Grundlage für die Bearbeitung des Flächenbindungs- und Bebauungsplans. Die Bürgerinnenbeteiligung, habe ich bereits erwähnt, findet einerseits bei größeren Vorhaben vor dem Vorhaben statt, in Form von die Bürgerinnen und Bürger werden eingeladen, Anregungen und Wünsche für die Weiterentwicklung des Gebiets anzubringen. Es gibt dann natürlich hier nicht immer eine Akzeptanz für eine Weiterentwicklung des Stadtteils. Allerdings ist die Situation die, dass wir aufgrund des Wohnraumbedarfs, meistens geht es ja um die Wohnungen, aber der Flächenbindungs- und Bebauungsplan schafft ja nicht nur Wohnungen, es ist ja auch quasi ein Verständnis, was gerade nicht so ganz richtig ist. Wir werden quasi immer danach gefragt, wie viele Wohnungen kommen hin und wie wird die Nutzung hier geändert. Da gibt es am besten quasi diese Veranstaltungen, wo wir dann das Vorhaben vorstellen, wo dann die bestehende Bevölkerung quasi auch über die Nutzungen, die dazukommen werden, zu diesem Stadtteil erfahren können
und wo sie dann auch ihre Wünsche und Anregungen quasi abgeben können. Danach bilden dann, soweit möglich, bilden dann diese Grundlagen oder ich möchte jetzt nicht Stellungnahmen sagen, aber eben diese Ideen auch den Rahmen eines Wettbewerbs oder eines kooperativen Verfahrens dann auch. Und da mit diesen Ideen wird dann auch weitergearbeitet. Und nach dem Ende des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans, also nach dem Beschluss quasi, nach dem Ende des Verfahrens und nach dem Beschluss durch den Gemeinderat, gibt es meistens auch qualitätssichernde Verfahren, die beziehungsweise unterschiedliche Formen, wo wir tätig sind als M21 und auch andere Fachdienststellen übrigens, dass die ausgemachte städtebauliche Qualitäten auch in der Umsetzung durchgeführt werden. Also wirklich, dass die dann realisiert werden. Das bildet quasi, also die städtebaulichen Verträge meistens bilden diesen Rahmen für die Entstehung solcher Beiräte, wir nennen sie Qualitätsbeiräte, wo verschiedene Fachexperten den Beirat bilden und das Vorhaben in der Umsetzungsphase dann auch quasi im Detail besprochen wird, natürlich in einem anderen Maßstab. Ja. Welche städtebaulichen Qualitäten sind denn das? Zum Beispiel eben Ermöglichung der belebten Erdgeschosszone. Also es soll jetzt einfach nicht bei der Einreichung des Bauvorhabens bei der Baupolizei einfach dort Räume vorgesehen werden, die gewisse Quadratmetergröße haben, sondern es muss wirklich die Realität bzw. die Umsetzung hinterfragt werden und zum Beispiel mit den Geschosshöhen oder die Richtung dieser Räume, diese Geschäftsräume, werden dann im Detail in diesen Beiräten gesprochen. Oder eben die bei einer größeren Wohnhausanlage, wo unterschiedliche Bauplätze dann quasi ohne Grenzen aneinander bauen, dass die Freiraumplanung hier intakt ist, dass die einheitlich ist, dass die für die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Stadtteils quasi ein einheitliches Bild abgibt und dass die auch funktioniert. Oder die Mobilitätskonzepte, die in den neuen Stadtteilen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Unterschiedliche Möglichkeiten, sich fortzubewegen, dass diese dann auch in diesen Stadtteilen schon von Beginn an quasi eingebunden werden. Diese städtebaulichen Qualitäten werden dann quasi in diesen Beiräten nach der Beschlussfassung quasi des Flächenmittels- und Bebauungsplans bearbeitet. Genau. Nun würde ich gern kurz das Instrument an sich, also den Stadtplan mal vorstellen und vielleicht auch anhand eines Beispiels Ihnen den Flächenmittels- und Bebauungsplan zeigen, für diejenigen, die das Instrument vielleicht noch nicht kennen. Hier habe ich den Link dazu, also wiengv.at. Ups, Entschuldige, sehen Sie das überhaupt jetzt? Ja. Flächenwidmung und / Public. Ja. Das ist quasi der öffentliche Stadtplan und wir haben hier unterschiedliche Kategorien und wenn Sie die Flächenwidmung auswählen, haben Sie einerseits eben auf der linken Seite die unterschiedlichen Optionen, was Sie eingeblendet haben möchten und andererseits können Sie dann, jetzt zeige ich es Ihnen zum Beispiel, Sie sehen hier Plandokumente, die grün umrandet sind. Ja? Das ist zum Beispiel ein Plandokument und wenn wir draufklicken, ein Plandokument besteht aus dem Antragstext und aus dem Plan. Also wenn wir hier uns anschauen, das ist der Plan dazu
Und damit wir verstehen, was dieser Plan überhaupt hier mit BB1 meint, das sind die Bebauungsbestimmungen, die wir in dem Bebauungsplan zusätzlich festlegen, müssen wir uns natürlich den Antrag anschauen. Und der ist dann quasi in Textform auch hier herunterzuladen. Genau. Jetzt schauen wir uns an, was BB1 ist, was recht gängige Bestimmung. Unterbrechung der geschlossenen Bauweise ist hier zulässig, zum Beispiel mit dieser BB1, mit der zusätzlichen Bestimmung, was wir hier am Plan. Wie gesagt, die unterschiedlichen Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, die haben keine Reihenfolge. Also es gibt nicht eine Form des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans. Es geht immer darum, welches Gebiet eben bearbeitet werden soll oder nicht. Und das soll hängt ja davon ab, was für ein Anliegen ist dahinter, was ist das Ansuchen oder warum soll hier das Gebiet überhaupt bearbeitet werden. Andererseits gibt es die Bausperren, wie Sie hier sehen zum Beispiel, die zeitlich begrenzte Bausperren haben. Diese Flächen sind gerade, wie Sie hier sehen, sind gerade in Bearbeitung. Ja? Also nach den Farben können wir erkennen, dass es nach der öffentlichen Auflage, das heißt vor der Beschlussfassung, und diese Flächen werden dann nach der Kundmachung quasi wieder, also wie die Flächen daneben normal zu sehen sein, und die Bausperre wird dann nicht mehr hier zu sehen sein. Und wenn wir unterschiedliche Anfragen haben in einem Teilgebiet, ja, dann zum Beispiel hier, hier und hier, dann schauen wir, dass wir nicht drei unterschiedliche Flächenwidmungs- und Bebauungspläne und drei unterschiedliche Verfahren machen, sondern schneiden das quasi aus den bestehenden Flächenwidmungs- und Planungsdokumenten heraus und bearbeiten dieses Gebiet dann in einem. Ja? Deswegen gibt es dann auch keine Regelform von einem Plan und auch keine zeitliche Regel, wann ein Gebiet quasi bearbeitet werden soll. Ja, und am Stadtplan können Sie dann auch viele Informationen natürlich aufrufen. Wenn wir nochmal uns einen vielleicht aktuell, ja genau, das Beispiel wollte ich einbringen, mit dem Strukturgebiet, was vielleicht für Vermesser auch interessant sein kann. Hier haben wir einen kurzen Ausschnitt gesehen in der Präsentation. Sind wir im 22. Bezirk am Langenfelde, also nördlich von Kagranerplatz. Und hier haben wir eine Strukturwidmung im nördlichen Teil des Gebiets. Ich zeige es Ihnen anhand des Plans. Hallo? Lotta? Sieht man eigentlich meinen Bildschirm? Ja, man sieht momentan den Stadtplan, also die Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. Okay. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt laden wir mal den Plan herunter, welcher vor drei Jahren, also 2018, beschlossen worden ist. Wir sehen hier eben nördlich von am Langenfelde ein Gebiet, wo ehemalig eine Fabrik, quasi Rachowiner, Fenster- und Türenproduzent, hier noch nach 100 Jahren eigentlich den Standort aufgegeben hat. Und diese Flächen wurden dann an ein Konsortium verkauft. Und dieses Konsortium hat bei uns eben ein Widmungsansuchen gestellt. Und wir haben da mit einem Wettbewerb quasi die Grundlagen zuerst einmal geschaffen für die Bearbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans. Und dann haben wir
auch mit den Bürgerinnenbeteiligung quasi hier gearbeitet, wo eben drei unterschiedliche Veranstaltungen stattgefunden hat. Das Beispiel habe ich deswegen ausgewählt, weil wir eben keine Bauklassen haben, wenn Sie hier sehen. Sie sehen hier rechts oben Widmungskategorie Wohnen, also Bauland Wohnen, Bauklasse 3 in geschlossener Bauweise. Ja. Und in Strukturgebieten haben wir eben keine Bauklassen, sondern wir legen mit textlichen Bestimmungen quasi die maximale Gebäudehöhe hier fest. Das mache ich dann mal auf. Und für Messer vielleicht deswegen interessant, weil Struktureinheiten bilden je einen Bauplatz. Auf der anderen Seite haben wir entschuldigen Sie die unterschiedlichen Bildschirme. Machen mir mein Leben jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich zeige nur, da im Süden zum Beispiel, haben wir eine Bebaubarkeit von 50%, eine bebaubare Fläche, die Baufluchtlinien definieren die bebaubare Fläche, aber wir wissen noch nichts über einen Bauplatz in dem Fall, weil hier habe ich wieder eine andere Bestimmung, da ist kein 50% zum Beispiel drin, keine Beschränkung der Bebaubarkeit. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel die Höhenbeschränkung mit 7,5 Meter. Und diese Flächen sind einfach mit den Baufluchtlinien voneinander getrennt. Auf der anderen Seite habe ich hier die Struktureinheiten, die mit Grenzlinien getrennt sind und je einen Bauplatz abbilden. Möchte ich jetzt nur mal kurz zeigen und dann bin ich auch fertig, was eigentlich alles im Antragstext so drinnen ist. Das ist jetzt ein bisschen Detail vielleicht, aber wie gesagt, anhand dieses Beispiels habe ich hier keine Bauklassen. Deswegen habe ich die Bestimmung quasi hier drinnen, dass in der Struktureinheit quasi so und so viel Kubatur gebaut werden kann, in dem Fall 90.000 und die Gebäudehöhe höchstens 22 Meter quasi sein dürfen. Und die höchste zulässige Höhe von Bauwerken 26 Meter. Da haben wir einfach ein Dachgeschoss noch drüber. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel hier 1300 Quadratmeter für Errichtung von Bildungseinrichtungen. Da haben wir einen 7-gruppigen Kindergarten nämlich drinnen. Und die Größe können wir im Bebauungsplan dann auch festlegen, weil wir ja auch im Vorfeld untersucht haben, wie viele Wohnungen hier entstehen könnten, wie viele Personen hier leben können und in Magistratsdirektion quasi auch untersucht worden ist, wie viel Bedarf dann entstehen kann oder entstehen wird, wenn dieser Stadtteil voll gebaut wird und wie viele Schulen und Kindergärten wir dann brauchen. Das legen wir dann auch im Flächennutzungsplan fest. Ja, grundsätzlich war es das eigentlich von meiner Seite. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Präsentation war für Sie interessant und habe Ihnen doch Einblicke zeigen können von unserer Arbeit und habe Sie informieren können über die Flächenwidmungs- und Bebauungsplanentstehung und unsere Arbeit. Ja. Besten Dank. Ja, danke schön, Erwin, für den Einblick in euer Planungswerkzeug, das doch sehr komplex ist, wie man sieht, das viele Stufen durchläuft und auch einiges offensichtlich an Arbeit im Hintergrund bedeutet, um da auf ein Endergebnis zu kommen, das auch wirklich dann tragfähig ist.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu stellen. Ich habe auch gesehen, dass schon welche drinnen sind. Ich muss mir das ganz kurz da hören, dass ich es sehen kann. So. Ich würde mal starten mit den Fragen, aber gerne auch noch welche reinstellen. Norbert Pfeiffer, hallo Norbert, hat eine Frage. Was sind die Erfahrungen mit den partizipativen Ansätzen in den Planungsprozessen? Werden die Betroffenen erreicht und sind diese willig, sich einzubringen? Was ist ein typisches, also was ist ein reales Beispiel für eine Änderung, die durch die Bürgerinnenbeteiligung umgesetzt wurde? Also kannst du was zu diesen partizipativen Ansätzen sagen? Genau, gerne. Also wir hatten gerade bei dem Beispiel, was ich gezeigt habe, am Langenfelde, einerseits vor der ganzen Bearbeitung eine Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger und haben einfach gesagt, diese Flächen sind jetzt für anderwärtige Nutzungen frei und hier werden Wohnungen entstehen, auch Geschäftsräume entstehen und eben auch soziale Einrichtungen und so weiter und haben eingeladen, welche Themen die dann für sie wichtig wären. Darf ich nochmal meinen Bildschirm zeigen, um vielleicht anhand dieses Beispiels die Frage zu beantworten. Wir haben hier einerseits auf die Ausgestaltung der Parkanlage, die westlich von der Siedlung quasi hier steht. Ja. Hier sehen Sie die EPK-Fläche. Sehen Sie meinen Bildschirm? Lothar? Ja, funktioniert. Ja, okay, danke. Einerseits haben wir hier die Ausgestaltung der Parkanlage, was ein Wunsch war oder ein Thema war in diesen Informationsveranstaltungen durchbesprochen worden ist, dass die eben naturbelassen sein soll und natürlich frei zugänglich und weiter ausgestaltet werden soll. Andererseits, das Ergebnis, das Siegerprojekt von dem Wettbewerb hat eigentlich, ich sage Ihnen nur, das ist der bestehende Baukörper, der seit 15 Jahren dort steht. Also das Planungsgebiet fängt einfach da an. Ja. Und wir hatten im ersten Entwurf, beziehungsweise das Siegerprojekt hat vorgesehen gehabt, hier Baukörper zu verlängern. Und wir haben konkret Rücksicht genommen auf die Anregungen von den Bewohnerinnen und Bewohnern dieses Baukörpers und haben hier dann doch eine Öffnung gemacht. Also den Baukörper quasi L-förmig hier ausgewiesen, die bebaubare Fläche, und haben dann hier eine Öffnung quasi vorgenommen. Und hier in diesem Gebiet gibt es drei Hochpunkte, die mit 35 Meter Gebäudehöhe beschränkt sind. Die waren eher an den Straßenrändern. Zwei sind eben jetzt hier und nur einer ist dann halt hier in diesem Bereich situiert. Das sind schon Themen gewesen, die wir in den Informationsveranstaltungen als Anregungen und Wünsche bekommen haben. Einerseits vor dem Verfahren, andererseits während der öffentlichen Auflage, weil der Planentwurf wurde ja in der öffentlichen Auflage quasi aufgelegt und quasi den Bürgern nochmal gezeigt. Aber einerseits im Vorfeld quasi also als Anregungen, als Ideen quasi für die Erstbearbeitung und andererseits in der öffentlichen Auflage. Ja.